Hot New Make-up. Der März hat auf jeden Fall richtig interessante und coole Sachen mitgebracht. Ich kann es kaum erwarten. Als die Sachen so da standen, dachte ich die ganze Zeit, oh Gott, ich muss unbedingt das Video drehen, damit ich die Sachen austesten kann, weil wenn dann so spannende Sachen dabei sind, dann will ich es immer sofort austesten, aber muss dann immer für das Video warten. Deswegen bin ich ready, muss ich sagen. Also wirklich von Skincare, Lipcare, Haircare to wirklich Luxury Make-up und darauf freue ich mich schon richtig. So, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, to be honest. Okay. Fange ich mal mit Haircare an. Ich habe mir nämlich bei YesStyle wieder, sage ich mal, ich habe zwei Riesenbestellungen gemacht. Eine im Dezember und eine, glaube ich, auch Januar, Dezember oder so. Und weil, ich weiß nicht, ich habe zwar in den Neuheiten bestellt, Problem war nur, irgendwie dann kam eine E-Mail, dass voll viele Sachen irgendwie nicht da sind. Und seitdem warte ich. Jetzt ist ein Teil der Bestellung gekommen, aber ich glaube, das ist die zweite Bestellung und nicht mal die aus dem Dezember. Und da ist auch nicht, glaube ich, alles dabei. Keine Ahnung. Aber räume ich das erste Ding mal weg, weil ich es ja jetzt hier eh nicht benutzen kann, aber ich wollte es zeigen. Und zwar habe ich mir gekauft dieses Shampoo Off and Relax Hot Spring Water from Japan. Das ist ein riesen Ding an Shampoo. Wird mir wahrscheinlich Ewigkeiten halten. Leider habe ich dazu keinen Conditioner, Maske oder so gefunden, was ich in meiner Haarpflegeroutine schon seit Jahren immer benutze und auch nicht auslasse. War erstmal nur das da in der Bestellung. Kann man es rausziehen? Nee, kann man nicht. Also das ist ein Shampoo für trockenes Haar, geschädigtes Haar, meine ich. Und ich dachte mir, boah, cool, vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht nicht so für jede Woche, aber so vielleicht alle zwei Wochen oder einmal im Monat etwas noch Pflegenderes als das, was ich sonst benutze. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Haarpflege ist für mich so, ich weiß nicht, das ist für mich in den Jahren so interessant geworden und liebe es einfach so, Produkte zu testen und so meine Haare zu pflegen und bin jetzt voll so drin, okay, was muss ich alles machen, um noch krassere Haare zu haben, mehr Haare, wie kann ich mein Wachstum überhaupt noch anregen, geht es? Ja, auf jeden Fall bin ich voll drin. So, dann jumpe ich einmal rüber zu Skincare. Da habe ich bekommen von Dior Beauty, diesen Case, also eigentlich fast wie eine Klatsch und dann macht man das auf, dann kommt es halt mit dem Spiegel und dann hat man hier diese Skincare-Tube. Auf jeden Fall ist es aus dieser Capture Total Reihe. Kennt ihr bestimmt, ich habe das viele Jahre benutzt und zwar immer dieses Trio als Skincare-Basis für meine dekorative Kosmetik sozusagen, also meine Vorbereitung auf Foundation und alles. Genau, und zwar ist es dieses Hyaluron Wrinkle Corrector. Das ist so ein Tübchen, kommt mit so einer spitzen Nadel eigentlich und das ist eben Hyaluronsäure-Korrektur von eben Fältchen. Also Korrektur von Fältchen jetzt nicht, würde ich mal sagen, aber eben Feuchtigkeit. Hyaluronsäure ist halt super, um halt so ein bisschen aufzupolstern und das trage ich jetzt auf. Also ich würde sagen, es ist ziemlich serumartig, eigentlich so ein bisschen wie auch dieses Hyaluron aus der Capture Total Reihe fürs Gesicht, würde ich sagen. Vielleicht nochmal ein bisschen leichter, es zieht super schnell ein. Also ich kann jetzt schon nicht mehr ausblenden, ohne dass meine Haut sich so verschiebt. Sehr gut. Das finde ich gar nicht schlecht. Also ich persönlich, ihr wisst ja, liebe Augenpflege. Da scheiden sich ja total die Geister, aber ich benutze das total gerne. Also wie ich gesagt habe, die Konsistenz ist ein Serum. Konsistenz Serum für alle Hauttypen geeignet. Und die Eigenschaft ist eben, dass es aufpolsternd ist. Das ist das, was ich eben auch gesagt habe. Soll glätten, Feuchtigkeit spenden, stimulieren, anti-aging und straffend. Also anti-aging wisst ihr ja eher well-aging. Also man kann das heute so ein bisschen besser beschreiben, finde ich, als eben anti-aging. Genau, aber hier habt ihr einfach ein klassisches Augenserum, wenn ihr eben Feuchtigkeit wollt und so ein bisschen aufgepolsterte Augenunterpartie. Finde ich immer gar nicht schlecht. Fand ich gut, hat mir gut gefallen. Ich war auf dem Prada-Event in Berlin. Das war im KDW. Die haben dort jetzt den Counter, den Prada Beauty Counter. Und ja, abends konnte man dann halt so ein bisschen sich die Sachen angucken. Es gab so Flying Buffet, ein bisschen was zu trinken. Und dann konnte man eben durch die Produkte sich so ein bisschen swatchen. Dann gab es auch so, wie sagt man, wie so eine Mini-Masterclass, würde ich sagen. Da war eine Make-up-Artistin und die hat dann ein Model geschminkt und hat dann erklärt, was sie halt so für diesen Look benutzt hat. Und genau, ich habe dann im Nachhinein von dem Max mit einem persönlichen Brief, which is super cute. Ja, die Produkte dann zugeschickt bekommen. Er hatte mich dann gefragt, was ich gerne hätte oder was ich interessant fand. Ich fand interessant zum Beispiel die Prada Foundation. Und zwar ist es die Prada Reveal Skin Optimizing Foundation. So sieht das Packaging von außen aus. Ich würde sagen, ziemlich nicht super minimalistisch. Ich würde dann sagen, so ein Zwischending. Also es ist nicht super clean, aber es ist auch nicht super laut. Die Prägung von dem Karton ist wie von diesem Leder von Prada, von diesen Taschen. Dieses ist sehr robust.
robuste, feine Narbe, was ich sehr cool finde, weil das irgendwie schon so ein Erkennungswert ist, wenn man die Taschen von Prada kennt. Und das ist dann das Packaging von der Foundation. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, das ist sehr, sehr Prada. Es ist sehr schwer, was ich sehr gut finde. Und das Coole ist, also ihr zieht den Deckel ab und habt ihr halt einen Pumpkopf, aber ihr habt dann auch einen Refill. Das ist Kunststoff, aber die Refill-Flasche ist aus Glas, was ich sehr cool finde. Sieht ziemlich wenig aus, aber es sind klassische 30 Milliliter enthalten. Und ich habe mir die Farbe LN10 ausgesucht, weil ich dachte, okay, das ist so ein bisschen am nächsten von den Swatches zu meiner Hautfarbe. Aber ich sehe schon, das wird nichts. Also LN wirkt für mich sogar ziemlich peachy, muss ich sagen. Da war auch so ein anderer Make-up-Artist, der hatte dann so eine Karte und der hatte dann ja so Gold und Silber und dann konnte man das sich so ranhalten, ob einem halt mehr Gold steht oder eben mehr Silber. Er meinte zu mir, würde mir Silber besser stehen und hat dann gesagt, ja, du hast eher so eine osteuropäische Haut. Aber es war so laut und so voll, dass ich ihm jetzt nicht widersprochen habe, weil ich hier nicht osteuropäisch bin, sondern man würde sogar sagen, eher asiatisch. Ich würde sagen, dass ich Neutral Skin, weil wenn man so in meine Haut guckt, ich habe halt eben beides mit einem Hauch zu pink, mit einem Hauch zu gelb, dann doch wieder irgendwie so Neutral. Also ich würde sagen Neutral Olive Skin, so ein Zwischending. Es ist super schwer. Also bei mir ist nie eine Foundation, wo ich sage, das ist die Farbe. Ganz, ganz selten. Aktuell passt die Shiseido Foundation sehr gut, was eine japanische Brand ist. Vielleicht, was habe ich meine? Naja, auf jeden Fall. That's that. Die Foundation enthält übrigens Lactobacillus-Extrakt-Komplex, Niacinamid und Vitamin E und hat einen Lichtschutzfaktor von 17. Also hier sollte auf Dauer der Nutzung dieser Foundation das Hautbild sich eigentlich verbessern. Hier schreiben die, es ist eigentlich so für alle Hauttypen gemacht worden. Die beschreiben das als atmungsaktive Formel. Ich weiß immer nicht, was das heißen soll. 24 Stunden lang ein Soft Matte Finish. Also Soft Matte Finish muss man mit trockener Haut natürlich immer mal gucken, funktioniert das so gut? Ich habe eine trockene Haut, manchmal normal, aber schon eher trocken und bin mal gespannt, wie das eben auf meiner Haut performt. Und die haben hier so eine Real-Life Microfilter Technology. Hier habt ihr eine aufbaubare mittlere Deckkraft, hochwirksame Inhaltsstoffe. Ich würde sagen, so das sind, würde ich sagen, schon die Key-Punkte dieser Foundation. Let's try. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Freund von so einmal investieren in das Packaging und dass man dann eben das Refill nachkauft sozusagen und nicht immer das ganze Produkt immer gleich, also dann das Packaging, Inhalt und so. Das finde ich ein sehr, sehr schöner Ansatz. Und ja, wir haben eine neue Fashion Brand, die die Beauty-Welt erobern möchte nach Valentino, Paco Rabanne und jetzt kommt bald auch Celine. Und zwar wollen die mit Lippenstiften kommen, was sehr interessant ist. Also so finde ich das eine sehr leichte Foundation, super schön, leicht cremig. Das gefällt mir sehr gut. Aber wie ich schon gesehen habe, oxidiert die krass. Das ist ein frischer Swatch und hier von eben, muss man bedenken. Und die ist halt auch einfach mal orange. Und beim Ausblenden dann wieder ein bisschen heller. Also Ausblenden geht super leicht, wie ihr sehen könnt. Beim Ausblenden, finde ich, geht der peachige Effekt fast. Also wenn man nicht ganz genau hinguckt, ich glaube, jemand, der sich nicht so gut auskennt, würde sagen, ah ja, okay, whatever. Aber ich merke hier halt so diesen leicht grünlichen Touch auf meinem Hals. Dieses leicht gelblich, pinke. Dann im Gegensatz würde ich persönlich jetzt mal sagen. Also es ist nicht der perfekte Color Match, aber ich sag mal, es ist jetzt auch nicht der allerschlimmste. Mittlere Deckkraft, ich würde sagen, eine gute, leichte Deckkraft. Für mich wäre eine mittlere Deckkraft nochmal ein bisschen stärker. Also hier kommen die Hautunebenheiten so ein bisschen heraus, meine Rötungen, also diese unruhigen Stellen meiner Haut scheinen durch die Foundation raus. Also für mich definitiv eine leicht deckende Foundation. Meine Hautpigmente oder ja, die ich durch Sonnenschäden habe, strahlen durch, meine roten Wangen strahlen durch, Pickelchen scheinen durch. Also für mich definitiv eine leicht deckende Foundation. Ich würde jetzt, weil die ja sagen, dass es auch aufbaubar ist, nochmal ein kleines bisschen hier im Wangenbereich aufbauen. Okay, jetzt mit dem Schwamm drüber. Ein kleines bisschen kann man aufbauen, eine leichtere Korrektur. Also wenn man jetzt mal im Vergleich sieht, hier habe ich gar nichts drauf, das ist die Foundation-Seite, ist es jetzt kein krasser Unterschied.
Ne? Also deswegen sage ich wirklich leichtdeckende Foundation. Finish seidig matt. Also es ist nicht matt, es ist aber auch nicht super dewy. Also ich mit meiner trockenen Haut kann sie tragen, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall gut pflegen muss. Meine Haut davor war eben gut gepflegt, deswegen funktioniert es auch. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, keine Gutpflege drunter habe oder irgendeinen Primer, dann wäre das an einigen Stellen definitiv patchy gewesen. Alles in allem, First Impression hat mir gut gefallen, aber ich finde hier auch nichts Weltbewegendes, nichts, wo ich sage, oh mein Gott, hat meine Base irgendwie total hochgehoben. Eine gute Foundation, würde ich sagen. Also ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, so diese ganzen Fashion-Brands, dass die eben mit ihren Make-up-Brands jetzt rauskommen. Ich hatte einige Videos davor das schon mal erklärt, warum das so ist. Also das ist gar nicht so, ja, hier habt ihr auch noch. Also jeder will halt ein Stück vom Kuchen abhaben und diese Fashion-Brands machen das halt eben vor allem für die Leute, zum Beispiel, die sehr gebunden an die Brands sind, die zum Beispiel die Fashion, die Couture, Ready-to-Wear sowieso schon tragen und kaufen, aber die wollen eben auch die Leute erreichen, die sich die Ready-to-Wear nicht leisten können, aber dann sagen, okay, ich bin eher bereit, keine Ahnung, 50, 60, 70 Euro für eine Lippenstift-Foundation auszugeben und habe dann trotzdem einen Teil so von Prada. Wisst ihr, dieses Gefühl von Luxus in meiner Tasche, ich habe mir was gegönnt, das ist halt einfach am Ende nur das, dass diese ganzen Big Brands einfach nur noch mehr vom Kuchen abhaben wollen. It's just Wirtschaft. So, warum ich nur eine Hälfte aufgetragen habe, ist, weil ich mir nämlich noch eine andere Foundation gekauft habe. Und zwar die neue Make Up Forever HD Skin Hydra Glow Foundation. Packaging klassisch HD oder Make Up Forever, sagen wir es mal so. Und das ist das Packaging von außen. Hier haben wir ein Glasfläschchen mit dem neuen Design von, oder relativ neu, Design von Make Up Forever. Hier haben wir auch klassische 30 Milliliter. Ich habe mir die Farbe 1N10 gekauft. Ich finde, kann auf jeden Fall hinhauen. Ist kein so schlechter Match. Hier nochmal der Farbvergleich von Prada. Ich bin sehr gespannt. Also Make Up Forever Foundation immer semi-gut. Also ich habe jetzt noch keinen und ich habe fast alle gekauft. Ja, wo ich sage, das ist anders. Voll krass. Funktioniert für mich gut. Also es ist leider eine Marke, da funktioniert es mal funktioniert es nicht. Aber ich bin jedes Mal so, oh, okay, Make Up Forever hat was Neues. Habt ihr auch so eine Brand, wo ihr sagt, so, okay, eigentlich weiß ich, dass die meisten Sachen für mich irgendwie nicht so funktionieren, aber ich kaufe es immer wieder. Keine Ahnung, vielleicht bin nur ich das. Unsere HD Skin Familie hat Zuwachs bekommen und zwar die Hydra Glow und wurde gemeinsam mit unserem Profi-Kollektiv kreiert, was super interessant ist. Da soll die Haut halt zum Strahlen gebracht werden und sie ist langanhaltend und Feuchtigkeit spenden. Ich finde, der Name sagt es auch, so dieses Hydra Glow. Hydra klingt für mich so Feuchtigkeit und Glow, wenn die das da reinpacken, sollte das Finish eigentlich ziemlich so fresh sein. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, interessant, will ich austesten. Es ist egal, ob ihr trockene Haut habt, eine normale Haut, eine reife Haut, empfindliche Haut. Hydra Skin Glow Foundation ist für euch das Richtige und sie ist mit 16 inklusiven Farbtönen erhältlich. Und hier habt ihr eine mittlere bis modellierbare natürliche Deckkraft und ein luminöses Finish. Deine Haut behält ihr natürliches Aussehen, sieht aber viel schöner aus. Ich finde die Beschreibung von HD hier auf Sephora super gut gemacht. Das ist, finde ich, sehr freundlich geschrieben, sehr verständlich geschrieben und nicht zu viel Schnickschnack, was so komische Wörter und man denkt so, oh mein Gott, das ist so. Ich finde das sehr simpel gemacht, aber wirklich gut verständlich, voll gut. Das ist das Packaging. Glasflasche, habe ich ja gesagt, kommt mit einem Pumpkopf. Die ist auf jeden Fall deutlich flüssiger, wie ihr sehen könnt. Bin mal gespannt. Trotz der Leichtigkeit fühlt sich das an wie eine Foundation und nicht wie eine Serum-Foundation. Serum-Foundation funktionieren in der Regel für mich nicht so gut. Also hier dachte ich so, boah, wenn es so flüssig ist, ist es jetzt so serumartig. Nein, also beim Ausblenden fühlt sich das trotzdem wirklich an wie eine Foundation. Man muss sogar trotz dessen, dass sie so dünn ist, relativ gut einarbeiten. Okay, also ihr könnt sehen, dass 1N10 zu dunkel für mich ist. Voll schade ist. Ja, mit den Farben bei Make Up Forever komme ich auch in der Regel nie zurecht. Man muss sie zwar einarbeiten, aber auch das geht recht schnell. Man kann, finde ich, sehen, jetzt wo die Prada sitzt, dass die Make Up Forever doch ein bisschen mehr Glow hat, ein bisschen mehr Wumms. Also wenn man sowas mag, ich mag das total gerne. Also ich habe beides. Also ich mag das, ich mag noch matter. Wirklich, ich habe manchmal Make-up-Looks, wo ich sage, boah, ich will jetzt richtig matt haben. Und dann habe ich wiederum Make-up-Looks, da will ich wirklich richtig strahlen. Das soll richtig nach Skincare aussehen. Meine Haut nur besser. Und ich finde, das macht die HD
die ziemlich gut. Es hat auch hier definitiv eben eine Deckkraft stattgefunden. Ich finde die lustigerweise ein bisschen deckender als die Prada, muss ich sagen. Also die Hautrötungen wurden ein bisschen besser verdeckt, aber ich finde, meine Haut sieht sehr spiegelig aus, ne? Auch wenn hier so die Unebenheiten, Unreinheiten hervorscheinen. Das ist ein schönes Ergebnis, muss ich sagen. Fällt mir sehr gut. Es ist so latexmäßig auf der Haut. Es ist so gummiartig. Voll schön. Auch hier würde ich sagen, auch eine leichte Deckkraft. Gucken gleich mal, ob man es ein bisschen aufbauen kann. Also wenn ich es am Hals so ein bisschen ausblende, geht's. Problem ist dann halt immer nur, wenn dann noch Puder raufkommt, Blush, Highlighter, Bronzer, finde ich, dann wirkt so eine dunkle Foundation, auch wenn es nur eine kleine Nuance ist, sehr schnell viel, viel dunkler. Gerade wenn dann alles sitzt und trocknet, merke ich das immer. Ich habe das Ganze oft, dass ich das dann frisch schminke und dann rausgehe, keine Ahnung, Job, was auch immer es ist, und dann mal so in den Spiegel gucke, dann merke ich schon einen Unterschied, gerade wenn ich ein bisschen mehr Ausschnitt oder so habe, weil die Haut dann hier wirklich deutlich heller ist. So, mit dem Schaum nochmal ausgearbeitet. Ich nehme nochmal einen Mini-Pump und verteile das auch hier wieder mit meinem Finger. Man kann es auch hier ganz leicht aufbauen, aber auch nicht so, dass man sagt, okay, das hat jetzt wirklich Rötungen genommen. Wahrscheinlich müsste ich ein bisschen mehr decken, mit einer Foundation arbeiten, mit ein bisschen mehr Deckkraft, oder ich arbeite meinen Concealer ein bisschen weiter runter, was ich ja immer gerne mache. Also hier muss man natürlich gucken, das wäre so im Großen und Ganzen die Deckkraft. Wenn ihr jetzt natürlich noch mehr Hautunreinheiten habt oder eben Rötungen oder was auch eure Hautproblematik ist, das wäre so die Deckkraft. Also mir gefällt es sehr gut. Ich habe eine sehr, sehr gute Haut mit kleinen Problemen, und hier ist es so, wo ich sage, okay, das ist eine schöne Foundation für den Alltag, ein natürliches Finish. Das wären jetzt nicht meine Foundations für so, boah, keine Ahnung, ich brauche einen nicen Abend, da würde ich tatsächlich nochmal zu was anderem greifen, aber ich würde sagen, die zwei sind für mich so ready to go, schöner Alltag, das wäre so, ne, dieses bisschen leichtseitig matte, und das ist so wirklich Skin-Skin, also man kann, finde ich, deutlich einen Unterschied sehen. First Impression von beiden sehr gut, Farben haben mich ja leider nicht so gut erreicht, aber beide mag ich gerne, aber beide haben jetzt auch nicht meine Welt ins Rütteln gebracht, sag ich mal. Aber ja, First Impression, I like. Next habe ich zugeschickt bekommen von LH Cosmetics die neuen Glowerizer. Das sind, also erstmal hier Packaging, und zwar sind das Liquid Highlighter. Es gibt zwei Farben, das ist einmal Me Time und dann gibt es noch Self Love, das wäre noch ein bisschen bronziger. Also hier wirkt es relativ pink, hier finde ich, wirkt es relativ gold, wenn wir gleich auf der Haut sehen. Und zwar ist es so ein All Over, kann man eigentlich sagen. Das ist so ein Hydrated Radiant Skin, a Truly Dreamy 3-in-1 Moisturizer, Primer and Glow Booster. Also ihr könnt es wirklich als Feuchtigkeitsspender benutzen, als euren Primer vor eurer Foundation oder als Glow Booster on top auf eure Foundation. So wird das Ganze auch beschrieben. Ihr könnt es wirklich davor und danach auftragen. Ich bin sehr gespannt. Also es kommt in einer sehr beweglichen Tube. Packaging, finde ich, haut mich jetzt hier nicht so um, muss ich sagen. Und hat 30 Milliliter, was ziemlich viel ist, finde ich. Was sehr gut ist. Kommt mit so einem Schnabel. So haben wir eine perfekte Applikation. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Krass. Das ist natürlich richtig Highlight. Das ist richtig Glow. Es fühlt sich sehr ölig an, muss ich sagen, vom Ausblenden. Boah, der Geruch, den finde ich ganz schlimm. Also so zwischen Parfum und irgendwie so Skincare. Leider nicht ganz so meins. Skincare-Hybrid, Game-Changer in eurer Make-up-Routine. Wir haben hier Nourishing Squalan drin. Ich finde, Squalan hört man jetzt irgendwie voll viel. In meinem letzten Hot New Make-up hatte ich schon einige Produkte damit. Ja, Shea-Öle, das erklärt dieses ölige Gefühl. Dann liege ich da ja schon mal nicht falsch. Ja, und dann halt wieder dieses 3-in-1. Ich bin mal gespannt. Ich würde das jetzt auf meine Foundation packen. Die sagen, man kann es mit dem Finger machen, mit dem Pinsel oder mit dem Schwamm. Also eigentlich alle Möglichkeiten so ein bisschen eingeräumt. Es ist schon dick, finde ich. Lässt sich sehr gut ausblenden mit dem Finger. Dadurch, dass ich jetzt eine Foundation habe, die zum Beispiel sehr, sehr leicht ist, würde ich nicht sofort merken, wenn es abgetragen wird, weil meine Haut scheint im Wangenbereich sowieso durch. Hätte ich jetzt zum Beispiel eine stark deckende Foundation und würde das on top geben, würde mir schneller auffallen, wenn ich das mit dem Finger abtragen würde. Aber so, finde ich, macht es einen ziemlich guten Eindruck. Also es sieht wirklich eher aus wie Skincare. Eben der Swatch war ja sehr extrem, aber verbunden wirklich mit der Haut, ist es ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Geh noch mal on top mit dem Schwamm. Guck mal, was dann passiert. Also wer dieses Skincare Glow mag, wird hier wirklich happy sein. Ihr habt hier keine groben Partikel, also nicht, dass ich hier welche sehen würde. Es ist wirklich sehr, sehr fein. Wirklich richtig, richtig schöner Highlight.
wenn man eben dieses Schmalzige mag, ich persönlich finde es sehr nice. Also kommt natürlich halt auch immer auf den Look an. Ich würde es jetzt hier tatsächlich auch mit dem Finger machen. So die ersten Drops. Brauchen wir ein bisschen mehr. Das Tolle ist wirklich diese Schnabelapplikation und eigentlich auch, dass dieses Kunststoff so beweglich ist, weil man dadurch halt sehr gut dosieren kann. Mach hier jetzt mal mit dem Schwamm. Also ihr könnt auch sehen, es geht super schnell. Man muss nicht wirklich einarbeiten. Man kann es sehr schön verblenden. Also das gefällt mir richtig gut. Trotz dessen, dass man so ein bisschen dieses Ölige hat auf der Haut. Das merke ich schon. Also nur ganz leicht. Wahrscheinlich ist es irgendwann auch weg. Ich frage mich, wie es halt nachher mit dem Abpudern ist. Weil Puder natürlich auch sehr gerne, weil ich es auch brauche. Ansonsten hält meine Base nicht. Da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze macht. First Impression, ein richtig schöner, nicer, creamy Highlighter. Machen wir erstmal weiter mit Lippenpflege, weil dann kann es einziehen. Und zwar hat die liebe Dr. Emi Apa ihre Lipglosse gelauncht. Ich konnte leider nicht zum Event, weil mir das an dem Tag leider nicht so gut ging. Und zwar, ja, hat sie ja in ihrer Skincare-Linie, so wie jetzt auch eben in den Lippenprodukten, diese fermentierten Formulierungen, was ich sehr cool finde. Und es gibt drei Versionen. Es gibt einmal Better Balm, also da habt ihr wirklich eine Lippenpflege. Dann habt ihr einmal Plump, das ist so richtig spicy, also dass so diese Schärfe sozusagen die Lippen eben voluminöser wirken lässt. Und dann habt ihr dieses Tint, was eben halt so ein bisschen mit Farbe ist. Ich habe getestet, also ich war in ihrer Testrunde sozusagen drinne und ich hatte Plump und es hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das sehr nice. Better Balm ist tatsächlich in meiner Tasche. Das habe ich heute nicht dabei und ich würde sagen, wir fangen einfach mit Pull Off the Perfect Plump. Das ist nämlich das hier. Also hier habt ihr einmal Postbiotika drinne, wirken pflegend und antioxidativ. Dann habt ihr dieses Plumping-Komplex. Das ist halt eben temporär aufpolsternd. Dann habt ihr Peptide drinne, ich liebe Peptide, stimulieren die Kollagensynthese und ist auch aufpolsternd. Und dann habt ihr auch Classic Hyaluronsäure dran und das ist eben auch aufpolsternd und feuchtigkeitsspendend. Es kommt in so einem kleinen Tübchen und dann habt ihr hier oben so einen Schnabel. Und dann könnt ihr wirklich so über eure Lippen... Oh yeah. Das ist richtig schön dick, aber auch richtig spicy. Also wenn ihr diesen Spice-Effekt auf den Leben, im Leben natürlich auch, im Leben ist Spice immer ganz gut, aber auf den Lippen nicht so gerne mögt oder nicht so ertragen könnt, ist das vielleicht too much. Ich persönlich mag es total gerne und ich mag so diesen Glass-Effekt auf den Lippen, das so richtig juicy ist. Man hat es natürlich immer geschmacklich so ein bisschen im Mund. Aber ja, ihr mag es total gerne. Better Balm, klassische Pflege, gefällt mir auch sehr gut. Ansonsten hättet ihr ja hier dieses Dazzle. Das ist ja eben das mit dem Tint. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Aber wäre eigentlich auch so geil, einfach mit Lip Liner ausblenden und das on top. Können wir ja vielleicht zum Schluss machen. Also hier habt ihr sogar einen Lichtschutzfaktor von 50, was total geil ist. Ich bin ja aktuell voll into Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor. Es gibt gar nicht so, so viele. Dann habt ihr hier Postbiotika. Die wirken pflegend und antioxidativ. Dann habt ihr Ceramide, die fördern die Hautbarriere und reduzieren eben den Wasserverlust. Dann habt ihr hier Panthenol, wirkt Feuchtigkeitsspenden und auch hier wieder Peptid, stimuliert Kollagensynthese. Also ihr habt hier wirklich Pflege, aber eben auch diesen Glossy-Effekt. Super nice. Und das mit Farbe ist auch voll geil. Juicy, juicy Couture. Alright, love it. Next step, würde ich sagen, ist, ich habe mir in meiner... Yes Style Bestellung so viel geile Sachen geholt. Den Rest muss ich dann wahrscheinlich in einem anderen Hot New Make-up mal packen. Oh ja, krass, hätte ich das mal benutzt. Schade. Egal, auf jeden Fall ist es dieses Spatula White Foundation Brush. Ich weiß nicht, ob ihr das auf Social Media gesehen habt, aber so die asiatischen Creator Make-up Artists benutzen diesen Brush und das ist so deren neues Spatula Effekt. Oh mein Gott, das ist so cool. Die haben echt verrückte Sachen. Ah, hier ist mein Spatel. Genau, hier, ihr wisst doch, das ist doch so viral gegangen, dass sie doch die Foundation so richtig dünn aufgetragen haben. Mhm. Hat mir meine Freundin aus Korea mitgebracht. Und ja, das ist halt jetzt die Pinselversion von dem Spatel. Also ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, wie dünn das ist. Also es ist vielleicht minimal dicker als ein Papier. Das ist halt super, super dünn. Und dann... Ja, finde ich sehr geil, aber ich will dazu eine Foundation ausprobieren, die ich auch kenne. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, was habe ich mitgenommen? Achso, ja, von Wake Make habe ich mir noch eine Cushion Foundation mitgenommen. Hat einen Lichtschutzfaktor von 50. Mag die Brand sehr gerne, weil ich habe von denen auch ein Contour-Puder und das ist eigentlich das beste Contour-Puder allein. Also von der Farbe her wirklich richtig, richtig nice.
einfach nur mal so, dass man es gesehen hat. Das will ich eigentlich gar nicht. Was ich will, sind nämlich diese Teile. Und zwar habe ich mir von Tony Moly die Cheek Tone Jelly Blusher gekauft. Das hatte ich irgendwann auf Instagram gesehen. Es wurde mir so vorgeschlagen und dann war ich so... Und dann war es nur über ihr Style, dann hatte ich aber keine Lust da zu bestellen und war dann so, und irgendwann hatte ich so allgemein geguckt, war dann so, ja geil, doch, ich bestelle mir das. Ich habe mir zwei Farben mitgenommen, das sind diese hier. Es steht halt alles auf Koreanisch, deswegen, I don't know. Tony Moly Cheek Tone Jelly Blusher. Ah ja, okay, das ist 03 Rose Quartz. Ihr macht den Deckel ab und das ist dann dieser Blush. Das ist so fluffig, moussey irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das hatte mir so gut gefallen. Die hatte das dann so hier geswatcht. Fand ich so, wow, brauche ich. Und das ist Nude Amber 02. Hier nochmal beide Farben. Also sehr klassische Blushfarben. Interessant, das ist wie so ein... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Cream to Powder, aber irgendwie auch nicht Powder, aber auch irgendwie nicht Cream. So ein Hybrid, würde ich sagen. Also ihr könnt sehen, super soft, ha? Also sehr, sehr so koreanisch, sehr fluffig, luftig. Nichts, was man auf Deep Skin sehen könnte, weil es wahrscheinlich einfach viel zu hell ist. Ich nehme jetzt einfach diesen Kabuki Brush mal hier so ein bisschen rein. Also man kriegt auch gut Produkt drauf, ha? Ich finde, dadurch, dass meine Rötungen auch hervorscheinen oder durchschauen durch die Foundation, ist das ja eigentlich fast meine Hautfarbe. Also ich muss, denke ich mal, richtig gut aufbauen. Also ich finde, man kann so einen leicht peachigen Touch sehen. Sehr, sehr soft. Man muss wirklich aufbauen und ne, das muss man halt wissen. Es ist kein Blush so für richtig krass. Ansonsten kommt es halt auch mit so einem Applikator, wenn ihr wollt. Das kommt dann halt auf der anderen Seite raus. Auch süß. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, nehmen wir einfach mal den Applikator von dem Blush. Oh ja, okay, Pink knallt auf jeden Fall besser. Vielleicht ist der Schwamm auch einfach viel, viel besser. Voll geil, es geht voll schnell, oh mein Gott. Liegt ein bisschen doof in der Hand. Aber ja, voll süß, voll gut. OMG, I like. Probier hier nochmal. Ja, okay, also mit dem Schwamm klappt es tatsächlich wirklich viel, viel besser als mit dem Pinsel. Und das gefällt mir richtig gut. Es ist super cloudy, es ist super soft, es erschlägt einen nicht. Und das liebe ich am Blush, wenn es wirklich so mit der Haut verschmilzt, so ein kleines bisschen, statt so diese krassen Liquid Pigmented Lacke eigentlich so. Also First Impression fällt mir sehr gut. Haltbarkeit, keine Ahnung, werden wir sehen. Aber ja, ich mag die Leichtigkeit, muss ich sagen. Ich mag auch diesen Effekt von nicht zu matt, aber auch nicht zu glowy. Aber natürlich kann man sehen, die Glow-Seite mit der Glow Foundation ist der Blush natürlich auch noch glowiger, während auf dieser soft-matten Seite der Blush matter wirkt. Also hier kommt es wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf an, was ist eure Base. Aber gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr cute. Ich habe mir tatsächlich noch Nagelfeilen geholt, weil ich finde, hier gibt es so schlechte Buffer. Ich liebe so Buffer. Ich weiß nicht, ob ihr das auch benutzt. Aber man hat dann halt so wirklich Pfeile, so sauber machen und dann so richtig, das ist jetzt so... Dass es so glänzt. So, und dann habe ich mir noch die hier gekauft. Ich dachte, ich brauche mal ein paar Nagelfeilen. Dann habe ich mir noch eine Cushion Foundation gekauft. Das hatte ich mir auf TikTok gescreenshottet. Und zwar von Tirtir. Heißt das Tirtir? Tirtir. Yeah. Auf jeden Fall war das so, ihr wisst ja, wie die meisten Asian Brand Videos sind. Das ist so voll die kaputte Haut. Das ist so richtig problematische Haut. Dann sind sie so tschuk, 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 und dann ist so Filter. Aber das ist dann so voll die Puppenhaut. So war das auch. Und das hat mich dazu gebracht, das zu kaufen. Ich meine, ich kann es ja testen, wisst ihr, wie ich meine? Ja, ich bin mal gespannt, also ob das so ist. Es ist halt ein Mini, ne? Also gibt auch keinen Refill in dem Sinne. Ist auch koreanisch, by the way. Ja, okay, der Effekt ist schon geisteskrank. Der Effekt ist sick. Oh mein Gott, Leute. Scheiße. Ja, was soll ich sagen? Einfach krank. Das ist einfach so, wow, ausgewaschen. Das Ding ist, oft bei diesen Cushion Foundation, ich finde die Haltbarkeit nicht so lang. Also wenn ich das wirklich so einen richtig langen Tag habe. Oh, das fängt hier meistens schon echt an zu brechen. Ich bin mal gespannt. Ich werde euch am Laufenden halten. Mache ich einmal weiter mit den Augenbrauen. Da habe ich mir einen Stift gekauft. Da wurde ich tatsächlich auf Instagram auch schon ein paar Mal angeschrieben, ob ich das testen kann. Und zwar ist es der neue Benefit Precisely My Brow Detailer. Klassisches Benefit Packaging. Und zwar ist das ein sehr interessanter Stift. Also erstmal hier der Deckel. Dann könnt ihr das so hochdrehen. Und ihr seht schon diese Plastikkuppe hier vorne. Das ist... Achso, ja. Sorry, ich drehe hier unten. Aber ich muss hier oben drehen. Das ist wie so ein Fineliner. So ein super...
super, super fein Liner. Und würde man eigentlich sagen, okay, ist wie ein Stift, weil diese Plastikkuppe schützt so ein bisschen die Mine. Ihr wisst, dass Huda Beauty ja diesen super feinen Stift hatte, aber leider sehr oft gebrochen ist. Ich weiß gar nicht, ob die das vom Markt genommen haben. Aber den Stift fand ich auf jeden Fall so interessant. Ich habe mir die Farbe 4 mitgenommen. Bei Benefit-Farben komme ich nicht so zurecht. Also die, die braun sind, sind bei mir dann zum Schluss sehr, sehr fuchsig. Also dieses schokoladig-rotlich-braune scheint dann immer durch meine Haare durch. Und ja, so 5 war, glaube ich, ausverkauft oder 6. Ja, und die andere Farbe, ja, deswegen dachte ich, okay, ich probiere jetzt einfach mal 4 aus. Aber es könnte natürlich auch komplett falsch wieder sein. Und das ist tatsächlich, meine ich, made in Japan. Oder war das made in Korea? Ich weiß es gar nicht. Aber die haben wirklich, ich sag euch, die echt crazy stuff. Ah ja, made in Japan, genau. Also ihr habt hier wirklich einen 12-Stunden Halt, eine wasserfeste Formulierung und ihr habt einen Durchmesser von teeny tiny 0,8 Millimetern. Das ist wirklich, ich bin so gespannt. Also auf jeden Fall fester als der damals von Huda, würde ich sagen. Dann sehr gut einzelne Härchen nachzeichnen. Das ist sehr stark pigmentiert und ich merke schon, dass Nummer 4 ist zu warm. Es könnte ein bisschen weniger pigmentiert sein. Es könnte so ein kleines bisschen weniger Farbe. Das wäre noch nicer. Ist auch ein bisschen schwer auszublenden. Wahrscheinlich eben dieses Waterproof. Voll gut. Wenn der Strich erstmal sitzt. Also es ist hochpigmentiert. Ich merke gerade so in diesem unteren Bereich, da mache ich eigentlich immer gerne so ein bisschen schattieren. Aber es ist so stark pigmentiert, dass man halt direkt, seht mal, direkt so einen krassen Strich hat. Das finde ich natürlich für meinen Geschmack nicht so geil. Deswegen mag ich eben, wenn die Stifte ein bisschen weniger pigmentiert sind und man ein bisschen so wie zeichnen, wie mit so einem Bleistift selber entscheiden kann. Also hier entscheidet der Stift halt die Pigmentierung. Ich könnte es relativ gut hier ausbürsten. Ist schon mal gut. Also First Impression hat mir sehr gut gefallen. Ich finde schön, dass der Stift eben so hart ist, dass er nicht abbricht. Also, dass man wirklich einzelne Härchen nachzeichnen kann. Ja, ich mag einfach die Dünne der Mine. Das finde ich auch super. Für meinen Geschmack könnte es minimal weniger pigmentiert sein, sodass ich entscheide, wie die Intensität ist und nicht der Stift für mich entscheidet, wie die Intensität ist, weil man muss wirklich sehr konzentriert arbeiten. Es ist jetzt wirklich persönliche Präferenz, aber auf jeden Fall nicer Stift. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mit ein paar Veränderungswishes, die ich so in meinem Kopf hätte. Dann habe ich für die andere Seite einen anderen Stift bestellt. Und zwar ist der von Estee Lauder, der Brow Perfect 3D All-in-One Styler. Hatte ich bei Douglas gesehen und dachte so, ah ja, voll gut. Ich habe aber leider nicht gelesen und habe dann gemerkt, dass die eine Seite so ein Puder ist. Und das finde ich nicht so gut. Auf jeden Fall, das ist der Stift. Das sieht sehr architektisch aus. Architektonisch is the right word, right? Auf jeden Fall, genau, habt da hier einen Deckel hoch. Das ist der Stift. Ich würde sagen, Größe ziemlich klassischer Micropencil. Dann dreht ihr hier oben, genau, direkt darunter. Dann habt ihr diesen Puderschwammapplikator. Finde ich katastrophal, aber ich kann mir vorstellen, für Leute, die zum Beispiel große Flächen haben und so ein bisschen schattieren wollen, dass es da funktioniert. Für mich eher messy und nicht so gut. Genau, und auf der anderen Seite dreht ihr das Ganze dann raus und dann habt ihr so ein Clear Brow Gel. Also für die, die sagen, boah, ich möchte ein Produkt haben in einem oder alle drei Produkte in einem, dann wäre das vielleicht für euch die Lösung. Ich habe mir bestellt die Farbe 10 und zwar ist es Blackened Brown. Also hier finde ich schon mal im Swatch, wir werden es gleich im Gesicht sehen, dass die Farbe nicht sehr, sehr krass ist und dieses Blackened Brown finde ich auch sehr gut. We will see. Ja, hier ist der Stift definitiv weniger pigmentiert. Also habe ich ein bisschen freie Hand wirklich. Ihr merkt schon nicht, dass ich hier schneller schattieren kann. So, das finde ich halt immer besser. Also wenn ich Angst haben muss, so einen Strich zu machen und dann zu gucken, okay, war das zu viel? Ist es noch gut? Kriege ich es noch hin? So, einmal ausbürsten. Also das hat mir sehr gut gefallen, weil das für mich dann mehr so wie so ein Kontur ist, als so einfach random Pigment in den Brauen. Hier schattiere ich tatsächlich einfach nur, weil ich da so Lücken habe. Das ist das, was ich meine. So, hier mache ich gern einfach so den hier. Und nach oben ziehe ich mir dann gern hier so, fällt mir so ein, zwei Härchen. Also ich finde, man merkt bei dem Benefit, dass die Augenbraue gemalter aussieht, also dichter. Das liegt halt daran, dass die Mine, ja, also dass das Produkt extrem pigmentiert ist. Also ein Strich ist wirklich wie ein Feinliner-Strich. Das muss man beachten, wenn man das nicht so mag. Das ist ein klassischer, ja, Micropencil, auf jeden Fall von der Dimension ein bisschen größer als der von Benefit. Aber ich finde, hier scheint die Haut noch durch. Es ist so ein bisschen schattierter, leicht aufgefüllt und das mag ich dann immer
ein bisschen mehr, aber beides gut, würde ich sagen. Also je nachdem, was man halt lieber mag. Gucken wir einfach mal hier, was der Bruder so kann. Das ist für mich halt immer so random irgendwie, weil ich es halt nicht brauche. Das Puder ist zum Glück nicht so stark pigmentiert. Ich habe hier jetzt so ein bisschen, dass ich das da so habe. Und dann benutzen wir das einfach mal hier mit dem Gel. Also das Augenbrauengel ist einfach ein Augenbrauengel. Nichts Krasses oder also nichts Richtung Anastasia Beverly Hills. Aber wir sprechen hier auch über Estee Lauder. Und wenn man bedenkt, okay, wer jetzt wahrscheinlich der größte Markt von Estee Lauder ist, ist dann wahrscheinlich so einfach klassisch. Augenbrauenstift, ein bisschen Puder und ein kleines bisschen Setten. Also ja, beides First Impression hat mir gut gefallen. Also hier mag ich wirklich das Konzept, dass der Stift super fein ist. Ne, wie ich gesagt habe, ein bisschen weniger pigmentiert wäre geil gewesen. Und das ist ein klassischer Augenbrauenstift. Ich mag die Farbe sehr gerne, muss ich sagen. Es passt bei meinen Augenbrauen sehr viel besser. Ich mag, dass der Stift nicht so pigmentiert ist. Das heißt, ich kann besser schattieren. Also je nachdem, was ihr eben wollt. Ein Augenbrauengel, ja, ist schon gesettet. Aber jetzt halt nichts Weltbewegendes. Ha? Mache ich weiter mit den Augen, würde ich sagen. Ja, da habe ich von Prada bekommen, die aus der Prada Dimension Serie, diese Lidschattenpalette. Und zwar ist es die 02. Und das ist 02 Pro Fusion. Das ist das Prada Packaging. Also oben habt ihr Silber und unten habt ihr Gold. Und ihr macht das hier auf, dann habt ihr einen Spiegel. Oben fühlt sich hochwertig an, unten fühlt sich sehr, sehr cheap an, muss ich sagen. Ja, ihr habt hier zwei Applikatoren, die, ja, kann man machen, muss man nicht. Wahrscheinlich ist es auch Refill. Genau, hier unten ist nämlich so ein Dreieck, dann kann man das rausklicken. Also hier habt ihr so ein Klicksystem. Dort klickt ihr dann eure Palette raus. Das ist so ein Gitter. Und dann habt ihr vier Farben. Das ist so diese Eyeshadow-Formulierung Technologie. Das, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Das ist immer dieses so reingepastet. Also es ist so, ich weiß gar nicht, ob ich so drüber reden darf. Also ich weiß, wer der Hersteller ist. Ich kenne ihn sehr, sehr gut. Aber das sind tatsächlich Formulierungen, die mag ich nicht so, weil die matten Shades performen meistens gar nicht gut. Aber dafür die Schimmer-Shades performen dann immer sehr gut. Nehme ich mal dieses, ich weiß gar nicht, kann man dazu gelb sagen? Würdet ihr dazu gelb sagen? Ja. Ja, so ein kräftiges Gelb. Und wenn ich dann hier so reingucke, wirkt das fast schon grün. Bin mal gespannt. Also ich nehme das jetzt mit diesem flachen Lidschattenpinsel mal auf und presse mir das aufs Lid. Es ist ein matter Shade, aber diese Matttöne sind immer, wenn man es aufträgt, immer mit so einem leichten Glanz verbunden. Also First Impression, die Farbe sehr gut, sehr intensiv. Also hier erste Schicht, man kann es sehr einfach verblenden. Zweite Schicht, also pigmentiert mit dem Weg, es so ein bisschen aufzubauen, was ich sehr gut finde. Schöne Farbe, gefällt mir richtig gut. Ich mag Gelb ja voll gerne, auch so im Make-up. Interessanter Ton, also es ist irgendwie nicht so gelb-gelb, aber irgendwie auch nicht grün-grün. What is it? Okay, dann haben wir so dieses perlige Grau in der Palette, was eigentlich die größte Farbe ausmacht. Also ihr müsst natürlich auch bedenken, dass die Farben wirklich unterschiedlich groß sind. Also ihr habt dann unterschiedlich was. Was ich strange finde, to be honest. Genau, dieses Grau nehme ich jetzt mit einem kleineren Blenderpinsel auf und packe das jetzt eigentlich über das Gelb und so ein bisschen in meine Lidfalte und blende das hier so leicht aus. Ja, so ein schönes, softes Grau Taub mit diesem Glanz auf jeden Fall. Also swatch das einmal für euch. Könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen. So. Ne, so dieses matte Gelb performt am schwächsten, das Schwarz wieder stärker. Das ist so dieses leicht, ich will nicht sagen Satin Finish, weil es ein bisschen mehr ist. Dann habt ihr wirklich mit dem Silber diesen metallischen Effekt. Und das heißt, diese Metallic Shades mit dieser Technologie und Formulierung immer richtig gut, gut ballern. Also die meisten Farben. Next Step nehmen wir einfach diesen Applikator aus der Palette, weil dieses Silber will ich, dass es so richtig ballert. Und am besten geht es auch tatsächlich mit dem Finger oder mit so einem Schwammapplikator. Seht ihr? Der nimmt das dann so richtig gut auf und das fresse ich mir hier rein. Yes! Okay. Das ist richtig wie Folie. Hier, wie heißt das? Alufolie. Schön. Fällt mir sehr gut. Und dann nehme ich mal das Schwarz. Also Schwarz ist wirklich nur ein Strich. Ha? Also ihr könnt dann nicht so mit einem krassen Blenderpinsel oder so rein. Also entweder arbeitet ihr halt wirklich mit dem Gedöns hier oder ihr habt halt die Pinsel und dann könnt ihr so
rein. War so lieb, die für Prada Beauty Deutschland ist. Ich habe leider vergessen, welche Position sie hatte, aber sie hat uns auf dem Event begleitet. Super nett. Also liebe Grüße geht hier auch raus, falls du das Video sehen solltest. Und sie hatte mich dann den Chefs vorgestellt, I guess, von Prada Beauty oder Prada, ich weiß es nicht. Und sie meinte, ja, das Schminken habe ich durch sie gelernt, hatte der Schmidt alle ihre Videos geguckt, auch bevor diesem Event und so, war natürlich Verlegenheit, aber es war super lieb, es fand ich voll nett. Und das Schwarz ist so ein bisschen rauchig, also es ist nicht so schwarz-schwarz, wisst ihr, was ich meine? Ich finde das gar nicht so schlecht, weil man kann dann so ein bisschen einfacher damit arbeiten, ne, auch gerade für Anfänger, wenn man eben mit Schwarz rumexperimentieren will. Ich finde, das hatte ich schon mal gesagt, ich glaube, es war eine KVD-Palette. Ich finde diese Formulierung super gut für Anfänger, weil sie nicht so total krass und man weiß nicht, wohin mit der Farbe, weil die so leicht auszublenden sind und man trotzdem mit Aufbau eben zu einem super intensiven Look kommt, finde ich, es ist so perfekt für Anfänger. Aber ich sag gleich zu Prada Beauty auch nochmal was. Seht ihr, ich blende es aus und es ist halt ewig ausblendbar. Das muss man halt auch immer wissen, nicht so wie mit diesem klassischen Powder, dass dann irgendwann eigentlich Stopp ist, weil hier könnte ich jetzt wirklich über meine Base und so noch drüber. Okay, ich wollte mit dem Schwarz eigentlich nicht so krass drüber, aber jetzt ist es so. Jetzt machen wir es so. Zack. Was soll ich sagen? Ich persönlich kenne die Formulierung, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass ich das so gut wie möglich rüberbringen konnte. Ich finde es perfekt für Anfänger oder die halt sagen, ich liebe Make-up, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, Pat McGrath oder Natasha Denona sind so mein Cup of Tea, aber ich mag schon eine gewisse Pigmentierung, aber ich will, dass es trotzdem leicht ist, damit zu arbeiten. Ich mag zum Beispiel auch Farbe. Dann würde ich sagen, ist diese Formulierung, diese Technologie total was für euch. Zu Prada Beauty muss ich sagen, First Impression hat mir sehr gut gefallen. Foundation finde ich gut, ne, also sehr gut für mich funktioniert mit dem Finish, aber wie gesagt, auch nichts, dass ich sage, oh mein Gott, krass. Also ihr habt meine First Impression hier ja eben gesehen, wo ich es auf meinem Handrücken aufgetragen habe. Wisst ihr, das ist ein bisschen so, ah, da ist noch was zu entdecken. Das ist für mich eine klassisch gute Foundation mit einem leicht Button Finish, leichte Deckkraft und genau, Palette, die Aufmachung hat mir sehr gut gefallen hier, muss ich sagen. Ich finde toll, dass das sehr Prada-Identität hat. Also ich sehe hier wirklich auch das Fashion-Haus Prada in der Marke und was mir sehr gut gefällt, ich habe hier wirklich das Gefühl, das hatte ich aber auch beim Event, also wie die Verpackungen gemacht wurden, das Design, da hat man sich Gedanken gemacht, also da ist wirklich eine Brand-Identität, hier hat man versucht wirklich auch dem Fashion-Haus treu zu bleiben, was ich zum Beispiel bei Valentino Beauty nicht hatte. Bei Valentino hat sich das für mich einfach angefühlt, so hier habt ihr Make-up, also weiß nicht, da hat mir einfach so ein bisschen die Identität gefehlt. Hier habe ich das Gefühl, für mich persönlich, okay, da steckt was dahinter. Bei Rabanne war das so ein Mix irgendwie. Auf der einen Seite schon sehr so der, auch so eine Brand-Identität, ne, so diese krassen Pailletten bei Rabanne, dann auch diese krassen Formulierungen, war für mich wiederum schwieriger tragbar im Alltag. Bei Prada sehe ich das dann schon eher, dass man sich so ein bisschen ausleben kann. Also hier wirklich großes Props an das Team von Prada, die hinter dieser Marke stecken, hinter der Kosmetikmarke stecken. Ja, das dazu. Oh, der Look gefällt mir so gut. Oha. Boah, das würde ich sowas von auf dem Event tragen mit so einem krassen Kleid. Love it. Okay, ich habe hier 1 Million Lippenprodukte, die ich mit euch durchgehen will. Und zwar habe ich hier bekommen von LH Cosmetics das Gloyal. Die Farbe fand ich super, ich fand den Namen mega. Und zwar Say Goodbye to Dry Dull Lips and Hello to Hydrated and Luscious Powder. Hier habt ihr wirklich eine Lightweight Non-Sticky Formula mit Hyaluronsäure für weichere Lippen und dann infused mit Vitamin E und das ist 100% vegan. Also Packaging super simpel. Klassisch, ne, kommt hier mit diesem Applikator. Der wirkt ziemlich nice. Ich weiß nicht, ob ihr diese Kurve in dem Applikator sehen könnt. So, hat einen Vanilla-Scent, mag ich. Mein Lieblingsduft in Lippenstift. Ich finde, das ist nämlich der angenehmste und leckerste. Mhm. Sehr stark vanillig, muss ich sagen. Tatsächlich absolut non-sticky, aber der Effekt ist klassisch, würde ich sagen. Also ein bisschen mehr als ein Lipbalm. Wenn wir jetzt zum Beispiel an hier Emis denken, was ich ja eben hatte, nicht Hypnotic Hue, sondern Plumping. Also der Effekt war ja wässrig, das war ja, ne? Und das ist hier jetzt ein bisschen weniger. Aber First Impression, ganz gut. Also ich würde das vielleicht mal so on top oder mal in die Tasche, aber wenn ich so krass
Effekt will, würde ich definitiv hier zugreifen. Und das wäre so für mich so schnell, schnell Alltag, aber nicht wirklich so einen krassen Make-up-Aspekt. Ist okay. Und that's it. Aus der Prada Beauty-Linie habe ich 3 Lippenstifte bekommen. Und zwar auch Prada Monochrome und dann in den jeweiligen verschiedenen Farben. Die Umverpackung zieht sich durch die Marke durch, was ich sehr gut finde. Und ja, gucken wir einfach mal. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Und zwar sind es die neuen Soft. Die haben nämlich so eine Soft-Matt-Reihe und das ist nämlich dieses Soft-Matt. Und zwar alle 3, genau. Das ist das Packaging. Also eigentlich so ein bisschen wie die Foundation. Eigentlich ein bisschen wie die Palette. Hier nochmal die Palette und hier nochmal die Foundation. Ich finde das sehr, sehr schön. Also ich finde, hier kommt einfach wieder dieses Gefühl von, jemand hat sich da wirklich Gedanken gemacht. Fühlt sich nach Metall an, was ich sehr cool finde. Und dann habt ihr eigentlich auch Refill. Genau. Also das heißt, ihr kauft einmal teuer das Packaging und kauft euch dann nur noch den Refill oder eben andere Farben. Und ich liebe diesen Gedanken, muss ich sagen. That's the way to go. Und dann das Design auf dem Lippenstift selber. Zieht sich wieder so dieses fein genarbte, ledrige aus diesen Taschen raus. Und dann halt einfach Prada Simple. Sehr, sehr geil. Natürlich haben sie das Dreieck von Prada überall mit. Also ich weiß nicht, ob ihr in meinem letzten, war das Hot New Makeup, da habe ich auch einen Prada-Top an. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die haben doch dieses Zeichen immer, dieses Dreieck und dann Prada. Oh, ich liebe das, ist so nice. Und das machen die natürlich jetzt auch mit dem Bullet von diesem Lippenstift. Was ich natürlich krass finde, weil es ist sehr schwer damit, die Lippen aufzufüllen, weil ihr habt halt hier so das Lippenherz und dann habt ihr aber hier 2 Ecken und dann oben aber wiederum diese gerade Linie. Also pain in the ass, ha? Ihr müsst halt viel drehen, viel machen. Ich bin immer Team geiler Lip Liner, geiler Lippenpinsel und dann Lippenstift on top. Also ich finde, Lippe muss einfach perfekt sein. Lippe muss Präzision sein, gerade wenn man Farben trägt. Es sei denn, es ist wirklich so wumsi, wumsi, bisschen, oh, ne, dann. Aber wenn man so richtig gerade soft matt, viel Pigment, muss Lippe perfekt sein. Würde ich damit nicht schaffen. Das ist die Farbe übrigens. P58. So ein klassisches Petal Rose Farbe. B107. Ist das auch soft matt? Ja, also ein bisschen weniger deckend, würde ich sagen. Ein bisschen fleckiger als die erste Farbe und geht auch so ein bisschen ins rötlichere Petal, würde ich sagen. Und das ist P159 und das würde ich sagen so ein Peachy Nude. Schöne Farben. Ich bin eher hier und eher hier und wenn, dann eher noch mehr hier. So, mache ich einmal weiter, bevor ich hier den Lippenstift auftrage, denn ich habe hier von der guten Huda Maus dieses Pouch bekommen, was super cute ist, weil es so richtig geil irgendwie ist. Sie hat nämlich gelaunt. Die 4 Filler Glosse. Wow, super nice. Ihr kennt ihre 4 Filter Foundation und diese ganze 4 Filter Reihe. Super nice. Und dazu gibt es jetzt die passenden Glosse. Passend natürlich zu ihren ganzen Lip Contour Linern. Super nice. So, aber ich habe ja hier was vor. Lip Liner hatte ich schon in letztes Jahr. Also die sind jetzt auch nicht mehr neu, ihre überarbeiteten Lip Liner sozusagen. Ne, ich mag die super gerne. Ich habe einmal den Lip Liner aufgetragen in der Farbe Terracotta. Ich verlinke euch das auch, weil ich werde immer gefragt und dann sage ich es nicht und dann weiß ich es immer selber nicht mehr. Professional. So, machen wir mal den. Erste Schicht muss man ein bisschen aufbrechen und dann kommt das Pigment. Und die sind krass parfümiert, sehr blumig, muss man mögen. Ich würde sagen, leichte Pigmentierung tatsächlich auf den Lippen. Habe ich schon gesagt, sehr stark parfümiert. Juicy. Also auf jeden Fall ein schönes, softes Nude auf den Lippen. Im Swatch fand ich es recht peachy. Auf den Lippen finde ich es recht rosig. Kann natürlich auch mit der Lippenfarbe zusammenhängen. Ja, ist schon rosig. Hm? Ja. Ne, dann Lippenfarbe, Lip Liner. Fällt mir gut. Also ist ein Soft Matte Lipstick. Durch die Lippenpflege, die ich drauf hatte, ist natürlich ein bisschen mehr, würde ich sagen. Aber ich mache das mal runter. Ich finde, man kann den Effekt nicht so gut sehen. Nehme ich mal dieses rosigere Matt. Ah ja. Oh yeah. Ich finde, hier erkennt man dieses Soft Matt noch ein bisschen besser. Farbe ist sehr, sehr schön. Perfekt für den Frühling eigentlich. Und ja, Applikation. Also, ich bin Team Lip Liner und Brush und so. Gucken wir mal, was die süße Huda Maus hat. Alright. Das
sind die Farben. Also ihr habt wirklich von clear zu brownish, nude, pink, nude. Ich finde das Packaging super, weil man kann halt genau sehen, was man hat. Ich finde es sehr, sehr plastisch. Es passt eigentlich perfekt so zu diesem Four-Filter-Gedöns. Das ist der Applikator. Der ist riesig. Und es kommt super viel Farbe. Es ist sehr, sehr süß, Marshmallow-mäßig parfümiert. Das ist die Farbe Foxy. So ein Terracotta, Braun, Rot, Sugar Baby. Ich würde sagen, wirklich so ein süßes Barbie-Rosa. Auch richtig niedlich. Coco, ein schönes, saftiges Braun. Genau meins. Ich liebe das. Honey wäre meine absolute Alltagsfarbe. Ich mag so dieses peachigen, brownie, Nude-Töne. Aber ich muss sagen, ich finde auch toll, dass sie nicht ganz krass pigmentiert sind. Ich dachte, das ist jetzt so full 100% Farbe. Ich finde schön, dass es trotzdem noch so ein bisschen Beweglichkeit hat. Bombshell, so dieses altrosa, ihr Clear Gloss. Glassy heißt die Farbe. Und das ist Porsche. Porsche. Ah ja, das würde ich sagen, so ein Movig, auberginig. Ja, schöne Farben. Ich habe jetzt mal diesen rosa Lip Liner aufgetragen, in Muted Pink, weil ich mal eine Farbe auftragen wollte, die ich eher wenig trage. Und zwar hier dieses, oh mein Gott, das ist süß. Also super saftig, super beweglich. Im Swatch ein bisschen schwerdachtig, aber auf den Lippen ist es so leicht, was voll angenehm ist. Aber dann auf den Lippen, also wirklich nicht sticky, sehr ölig und matschig, voll geil. Wie ich gesagt habe, da ist zwar Farbe, aber es ist nicht so erschlagend. Wisst ihr, was ich meine? Also es gefällt mir richtig gut. First Impression, ultra nice. Oh yeah. Perfekt auch so für Liquid Lipstick. Oder wenn ihr so einen matten Lippenstift tragt und dann sagt so, oh, das ist ein bisschen Gloss, das on top. Richtig, richtig nice. Ich habe mir noch bestellt von Color Key dieses Light and Shadow Lip Stain. Auch aus meiner Yes-Style-Bestellung. In G01. Ich bin sehr gespannt. Das Packaging ist so hoch versiegelt. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht mehr, was das war. Boah, das Packaging ist auch krank gut. Wow. Guckt euch das mal an. Richtig gut. Wow. Voll nice. Was ist das? Ah, es riecht wie Wassermelonen-Süßigkeiten. Okay, das ist der Effekt, den man bekommt. Ich mag ja auch diesen Effekt, den die so haben, dass die Unterlippe so krass geschminkt ist und die Oberlippe eigentlich nur noch so ausgeraucht. Voll geil. Na, das Ding ist, Hudas Lip Liner setzen sich irgendwann und dann kannst du es gar nicht mehr bewegen. Also die Glosse laufen so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt an meinem Handrücken, jetzt wo es ein bisschen lag. Also kann ich euch wirklich empfehlen, so wie sie es ja mir als PR mitgeschickt hat, wirklich auch mit Lip Liner zu arbeiten, wenn ihr es pur auftragen solltet. Kann ich mir schon vorstellen, dass es so in diese Lippfältchen kriecht, was auch halt echt normal ist so. Aber in der Drogerie früher gab es auch mal so einen Clear, also so einen klaren Gloss, Lip Liner, der farblos war. Dann konnte man die auftragen, nur dass die Lippenstifte und Farben nicht so auslaufen. Vielleicht gibt es das noch. Gucken, was das hier ist. Also auch ultra stark parfümiert, halt dieses süße Wassermelonige. Boah, das ist aber eine nice Farbe, hä? Und hier oben hauchen die das immer nur so aus. Wie machen die das? Ich muss mal lernen und gucken. So, bei mir sieht es aus, als hätte mir jemand aufs Maul geschlagen. Oh, meine Zahn auch super, super sexy. So, here I am. Finde ich schön. Lipstain. Also, ich finde die Farbe schön, aber hat jetzt auch mein Leben nicht dramatisch verändert. Ist halt cute so, ne? So, dann habe ich mir nämlich noch bestellt, weil ich das auch süß fand, ein Lipgloss von Surratt. Das ist das Packaging. Ich finde das Packaging immer super süß. So dieses Dunkellila und dann diese Schrift und dieses Glittrige. Och. Und zwar in Amethyst habe ich mir den Lipgloss bestellt. Fand das so süß. Das ist das Packaging. Ich dachte mir auch so, entweder pur oder halt wirklich auch so on top. Also du hast auf jeden Fall zäh und fest. Also man muss wirklich Druck aufbauen. Und es ist auch sehr, sehr dünn. Also nicht so wie zum Beispiel von Emi der Gloss oder jetzt sowas. Kann man nicht vergleichen. Ich würde sagen, es geht ein bisschen in die LH Cosmetics Richtung. So dieses leicht glossige. Und man sieht halt ne, so diesen kleinen oder so ein bisschen diesen lila Stich, auch süß. Das stelle ich mir zum Beispiel gut vor als Topper eher, ne, weil man so ein paar Farben trägt, die man süß findet, so ein bisschen Lip Liner und dann das on top. Aber auch hier, ja, hat meine Welt jetzt auch nicht verändert, aber ich fand die Farbe einfach schön. Boah, das ist krass sticky, huf. Also wahrscheinlich langanhaltender ist der Effekt von diesem Gloss. Ja, das ist krass. Das hinterlässt auf jeden Fall einen krassen
krasses Finish. So, next habe ich zugeschickt bekommen von MAC diese Box hier. Und da sind die matten Lippenstifte drin. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber MAC überarbeitet entweder alle Lippenstifte oder ihre matte Reihe. Das müsst ihr mir mal sagen. Es war bei uns hier im Office auch eine Diskussion. Ich so, hä, die haben doch matt. Aber ich habe es nicht ganz verstanden. Hatte mir die eine Mitarbeiterin gesagt, ja, dass sie verkündet haben, dass sie das so ein bisschen überarbeiten. Also unser ikonischer Lipstick now maxed out to give lips more. Unsere Ikone wurde erweitert, um deinen Lippen mehr zu geben. Für Lippen, die sich nicht nur geschmeidiger anfühlen, sondern gleichzeitig auch maximale Farbkraft erhalten. Mehr Farbe für eine pigmentstarke Deckkraft in 40 verschiedenen bekannten und neuen Shades. There we go. Mehr Pflege durch eine cremige Formulierung aus Kokosöl, Bio-Shea-Butter, Bio-Kakao-Butter, die die Lippen pflegt und nährt. Und dann haben wir mehr Haltbarkeit durch 12 Stunden lang anhaltende Farbe, die die Lippen schon nach dem ersten Auftragen sichtbar voller aussehen lässt. Das sind die neuen Benefits der neuen oder überarbeiteten Version der Matte Shades. Ich habe 3 Farben bekommen. Das ist jetzt auch das Packaging. Ich finde das sehr schön, muss ich sagen. Ich finde das neu. Ich finde, das MAC musste sich auch neu erfinden. Ich bin gespannt, was die Brand jetzt auch mit sich bringt. Ob das nur bei den Lippenstiften bleibt. Also ich finde, MAC braucht mehr. Also MAC braucht einfach mehr. Ich finde, die haben die letzten Jahre sehr geschlafen. Ich höre eigentlich kaum noch, dass jemand MAC benutzt. Also sicherlich gibt es so ein paar Staples. Ich glaube, dass der deutsche Markt auch noch sehr treu ist dem MAC-Produkten gegenüber, würde ich mal sagen. Auf dem amerikanischen Markt verfolge ich es jetzt aber auch nicht so rum. Also ich finde, das sind jetzt halt andere Brands im Kommen und im Hype und MAC ist da, denke ich, auch so ein bisschen untergegangen. Ich bin gespannt, was das für die Marke so bedeutet. Chili ist auf jeden Fall ein Lippenstift, den wir alle kennen. Das Packaging hat sich auf jeden Fall verändert. Das ist jetzt wirklich matt und dann haben wir hier diesen Silberring und auf diesem Silberring steht eben klassisch MAC. Also ich sammle ja auch die MAC-Lippenstifte. Das ist ein sehr alter MAC-Lippenstift. Ich hatte mir aber damals diese durchsichtigen Kappen gekauft, damit ich immer sehen kann, welche Farbe das ist. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch ein bisschen länger geworden. Und hier der Matt noch, also die Matttöne noch mal im Vergleich. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen besser erkennen kann. Das ist das neue Matt und das alte. Wenn ihr es rausdreht, dann habt ihr hier auch noch mal dieses MAC-Logo. Also Chili, oh yeah, das ist natürlich super pigmented. Schön stretchy, richtig krass pigmentiert und ich würde sagen auch so ein semi-matt. Also es hat auf jeden Fall schon noch Bewegung. Es gibt mattere Lippenstifte auf dem Markt, deswegen sage ich das. Also hier bei dem Matt wisst ihr, okay, das hat immer noch so ein bisschen Shine. Aber ja, first impression, fällt mir sehr gut. Teddy 2.0, Teddy war ja auch so gehypt. Ist auch so ein brownish, pinkish nude, auch schöne Farbe. Farbe für den Alltag. Das Rot übrigens auch, weil das eben nicht so... Wobei, aber die Lippen sind schon doll. Also ich liebe ja Rot. Das ist absolut meine immer noch absolut Lieblingsfarbe auf den Lippen. Das ist wie Schmuck tragen. Das ist so, wenn man es einfach geil geschminkt ist, geil angezogen. Und dann noch rote Lippen. Das ist so, als würde man so ein Diamantenkollier tragen. Einfach super nice. Und das ist Warm Teddy. Ja, auf jeden Fall ein bisschen pinkish, reddish, brownish, würde ich sagen. Auch schön. Next habe ich dieses süße Täschchen von NARS bekommen, was ich echt ultra cute finde. Und zwar sind es die Stay in Power New Power Matte High Intensity Lip Pencil. Also ihr habt hier wirklich Power, Pigment und Precision. Deine Lippen stehen im Vordergrund, dank der hochpigmentierten matten Formulierung mit 12 Stunden Halt. Okay, also Transfer Proof Shades. Mal gespannt. Das sind die Farben. Ziemlich rot, würde ich sagen. Ah, okay, das sind so chubby, diese Sticks. Das mag ich nicht so gerne, muss ich sagen. Okay, aber das ist krank pigmentiert. Das ist natürlich wieder was anderes. Oh, das geht wie Butter über die Lippen. Guck mal, wie leicht und wie krass pigmentiert. Wie leicht. Oh mein Gott. Also auch hier, matt heißt halt mit ein bisschen Glanz auf den Lippen. Ich glaube, das ist so dieses neue matt. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht so, nicht mehr dieses alte Ultramatt, sondern wir geben den Lippen immer noch so ein bisschen Shine. Also auch hier ultra nice, weil das wirklich krass schnell geht und krass pigmentiert ist und man wirklich ziemlich akkurat arbeiten kann. Ich habe jetzt schnell gemacht. Ich würde trotzdem Lip Liner tragen. That's just me. So arbeite ich eben und dann das on top. Aber das gefällt mir richtig gut. Ist die Frage, ob es noch runtertrocknet, aber
Transfer-proof. Deswegen die Frage, trocknet es noch unter? Wow, das ist super nice. Das gefällt mir richtig gut. Manchmal sind es die Sachen, bei denen man so sagt, so, nee, dass man, wenn man es ausprobiert, dann eigentlich doch ganz geil findet. Guck mal, jetzt bewegt sich nicht mehr so. Dann habe ich mir bestellt dieses Spray hier, auch in meiner YesStyle-Bestellung. Und zwar ist es von ZC Moisturizing Makeup Setting Spray. Und als ich Setting Spray gelesen habe und Moisturizing, war ich schon so, ja, brauche ich. Ich kenne die Marke gar nicht. Also das war wirklich so blind gekauft. Also Kunststoff auf jeden Fall. 100 Milliliter. Packaging voll nice. Wirkt ziemlich luxuriös. Oh ja, kommt auf jeden Fall mit so, das finde ich immer besser. Oh ja, okay. Auf jeden Fall hat ein bisschen Wumms, aber der Sprühkopf nimmt das so ein bisschen. Okay, der Pumpkopf ist krass. Also ich bin auf jeden Fall krass glowy. Der Effekt ist heftig. Es ist super stark parfümiert. Also wirklich super stark. Ich würde sagen so Dior-Level. Nichts für schwache Nerven. Okay, das ist heftig. Also, wow, das ist richtig heftig. Ich bin mal gespannt, ob das die Foundation bricht. Weil ich habe zum Beispiel bei meiner Hourglass, bei dem, das ist ja mein allerliebstes Face Mist auf der ganzen weiten Welt. Es gibt ja so richtig Glow. Und manchmal merke ich, dass das aber die Formulierung der Foundation bricht. Vor allem, wenn es sowieso schon glowy ist. Ich hatte nämlich, wir waren ja auf der Cosmoprof in Italien und ich hatte ne Foundation Puder, ultra viel Puder, hab dann richtig schön, weil ich so Glow zurück wollte und dann habe ich aber gemerkt, so über den Tag, ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich die Foundation fast 16 Stunden jeden Tag getragen habe, dass sie um die Nase schon gebrochen ist, so Lippen und so, also die Haltbarkeit hat es ein bisschen genommen, kommt wie gesagt auf Formulierung drauf an. Das ist noch glowiger, also das ist die feine Version und das ist die extra krasse Version, weil das ist wie Lack auf meiner Haut. Ich weiß nicht, ob ihr sehen können, aber es ist extrem. Ich muss es Langzeit mal testen, wirklich über den Tag mit Foundation, Puder und so. Aber das ist heftig. Also ich würde sagen, wenn ich Glowy Foundation tragen würde, würde ich das nicht benutzen. Das wäre mir zu krass. Aber wenn ich in diese Mattrichtung gehe und noch matter und dann einen Hauch von dem, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ein Hot New Make-up, welches wirklich viel Spaß gebracht hat und viele tolle Produkte. Ich kann es kaum erwarten, das jetzt so alles in meine Routinen mit einzubauen, weil ich wirklich durchweg eigentlich, ja, eine super Wahl getroffen habe und die Pakete, die kamen, auch da mag ich die Produkte wirklich gerne. Das Einzige, wo ich sage, okay, was so normal performt hat, jetzt nichts Weltbewegendes, sind jetzt, würde ich sagen, diese Lippenprodukte, dieses Lipstain, aber total tolle Farbe, muss ich sagen. Hier würde ich das als Liptopper nehmen. Es ist sehr, sehr fest und das ist so wirklich für den Alltag schnell, schnell, aber hat jetzt hier nicht so Wumms. Die Foundations bin ich on Detail ja wirklich reingegangen. Wenn ihr Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann super gerne in die Kommentare. Ich verlinke euch alles in die Infobox. Ihr findet hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.